schönen guten Morgen. Der erste Tag bricht an in New York, der erste ganze. Ja, wir haben Frühstück, es gibt Bagels, Kaffee und Kakao. Wir könnten auch noch zwischen Muffins wählen, aber wir haben uns jetzt für die Bagels entschieden. Ja, wir fahren jetzt gleich ins Outlet, weil heute das Wetter nicht ganz so gut. Und heute Abend geht es dann nochmal zum Times Square-Film und zu Madame Tussauds. Schauen wir mal, ne? Ja, werden wir machen. So, los geht's zum Busterminal. Jawohl, auf zum nächsten Wadenkrampf. Ja, genau. Papa hat nämlich schon wieder Wadenkrämpfe. Ja, es ist ja nicht so, als hätte ich oft genug gesagt, üb ein bisschen Laufen zu Hause, geh spazieren. Jetzt muss er leiden. Er kriegt daher wieder Magnesium irgendwo her. Das kennen wir ja schon, das hatten wir vor einem Jahr nämlich genauso. Übrigens, alles Gute zum Vatertag. Danke sehr. Er darf heute mit mir shoppen gehen. Ja, ein bisschen Geld ausgeben. Wie gestern wieder über 7000 Schritte laufen. Ich glaube, heute werden es vielleicht sogar ein paar mehr. Nee, glaube ich nicht. Schauen wir mal. Na gut, auf jeden Fall, ihr merkt, es ist sehr laut in dieser Stadt. Wir begeben uns jetzt einmal zur Port Authority Station und da holen wir uns ein Ticket für den Bus nach New Jersey zum Outlet. Und ja, dann werden wir da heute mal den Tag so ein bisschen einen halben Tag verbringen. Mal gucken, wie lange wir brauchen. Schauen wir mal. Wir lassen uns auf jeden Fall Zeit. Wir lassen uns nicht hetzen. Und ja, heute Abend dann noch ins Madame Tussauds wahrscheinlich, haben wir eben schon mal gesagt. Und ja, schauen wir jetzt mal, dass wir an der Bushaltestelle ankommen. Wir sind Port Authority angekommen. Wir holen uns jetzt Bustickets, weil wir noch keine haben. Ja. Also mal gucken, diese, ob wir die kriegen. Diese Automenge, vor allen Dingen an großen Autos und Menschenmenge. Das ist das Doppelte von Köln. Und in Niederkrüchen wird man sagen, oh, hier sind ja zwei Leute auf der Straße. Genau. Einfach beeindruckend. Und laut, sehr laut. Das heißt nicht wir, Papa hat das erste gekauft. Ja, was ja. Hast du dir gekauft? Eine Jacke von Hilfinger. Ja. Ich wollte ja nichts kaufen, ich wollte ja nur mit shoppen. Aber das stimmt nicht. Er hat gesagt, direkt gesagt, wir gucken dann mal. Ja. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall mal hier direkt weiter in den Nike Store und schauen, was es da so gibt. Ja, damit hilft mir. Shoppingpause? Pause. Bigger. Bis gleich. Ja. Hallo.
Wir sitzen jetzt bei Johnny Rockets und essen was? Chili Cheese Fries und Bacon und eine Cola dazu. Unser Philly Cheese Steak kommt noch. Ich bin mal gespannt. Mal schauen. Ich hab Hunger. Guten Hunger. Danke, gleichfalls. Heute gibt's Philly Cheese Steak. So, wir sind fertig mit Shoppen. Es war einigermaßen erfolgreich, würde ich sagen. Papa hat eine Jacke bekommen. Ja. Papa hat auf viel gesessen und gewartet. Ja, jetzt warten wir auf den Bus, der wieder nach New York geht, zum Port Authority. Und dann bringen wir die Tüten erstmal nach Hause, also ins Hotel. Und dann gucken wir mal, was so am Times Square noch los ist und bei Madame Tussauds. Da wollen wir nämlich heute noch rein. Ja. Er ist schon wieder kaputt. Vom Sitzen. Vom Sitzen und Warten. Port Authority angekommen. Papa kommt die Treppe noch runter. Und für uns geht es jetzt zum Hotel. Da geben wir einmal die Tüten ab, die wir haben. Und dann schauen wir noch mal am Times Square vorbei. Vielleicht haben wir noch Zeit für Madame Tussauds. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. Wenn nicht, machen wir uns keinen Stress und machen das einfach wann anders. Ne? Jawohl. Wir laufen jetzt mal zur Fifth Avenue und dann Richtung 34. Straße und dann geht es einmal Richtung Times Square. Wir laufen jetzt mal ein bisschen anders, um auch was anderes zu sehen, sonst sind wir nur die gleiche Straße. Deswegen geht es jetzt mal hier lang. Von da geht's jetzt einmal zur Fifth Avenue. Ich habe etwas bei Macy's gekauft. Nein, er trägt freiwillig. Ja, echt cool. Ich wollte immer schon mal so Glitzerstiefel haben. Ja, ist ja auch Vatertag. Da findet man alles. Da kann man Glitzerstiefel. So habe ich mir Vatertag auch schon ganz gut vorgestellt. Für unglaubliche $23. Da hätte ich, glaube ich, bei uns, weiß ich, wie viel Kohle für bezahlt. Ja. Naja, auf jeden Fall, wir gehen jetzt nochmal zum Times Square. Fucking.
gepackt. Heidewitzka, mein Gott.